Dr. Jaspis und seine Wirkung. Hallo, mein liebes Kristallwesen. Heute dreht sich alles um den roten Jaspis, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem kraftvollen Edelstein. Bevor wir in die Details einsteigen, hier eine kleine Einleitung. Der rote Jaspis, auch bekannt als Brexian-Jaspis, ist ein mikrokristalliner Quarz, der durch seine leuchtende rote Farbe auffällt. Diese Farbe ist auf den hohen Eisenanteil im Gestein zurückzuführen. Der rote Jaspis wird auf der ganzen Welt gefunden, einschließlich in Nord- und Südamerika, Afrika, Europa und Asien. Der Stein ist bekannt für seine erdende, schützende und energetisierende Wirkung und wird häufig in der Kristallheilkunde eingesetzt. Seine Mooshärte beträgt 6,5 bis 7 auf der Härteskala, was bedeutet, dass er relativ widerstandsfähig gegen Kratzer ist, aber dennoch mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Wirkung von rotem Jaspis auf die Psyche. Roter Jaspis ist ein Stein der Vitalität, des Mutes und der Entschlossenheit. Er fördert das Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und hilft dabei, eigene Ziele zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden. Er unterstützt die Fähigkeit, klare und fokussierte Entscheidungen zu treffen und hilft, den Geist auf das Wesentliche zu konzentrieren. Roter Jaspis kann dazu beitragen, Ängste, Sorgen und Stress abzubauen und unterstützt bei der Verarbeitung von Trauer, Wut und Frustration. Wirkung von rotem Jaspis auf den Körper. Auf körperlicher Ebene kann roter Jaspis die Durchblutung und den Energiestoffwechsel anregen, das Immunsystem stärken und die Selbstheilungskräfte aktivieren. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Erschöpfung, Müdigkeit und allgemeiner Schwäche. Roter Jaspis kann auch die Regeneration von Haut, Haaren und Nägeln unterstützen, Entzündungen lindern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Anwendung von rotem Jaspis. Roter Jaspis kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um seine schützenden und energetisierenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man roten Jaspis auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern. Edelsteinwasser mit rotem Jaspis kann hergestellt werden, indem man den Stein für einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser legt. Dieses Wasser kann dann getrunken oder zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Bei Meditationen kann der rote Jaspis in der Hand gehalten oder auf das Wurzel- oder Sakralchakra gelegt werden, um innere Stärke, Erdung und eine verbesserte Lebensenergie zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den roten Jaspis. In vielen Kulturen wurde der rote Jaspis als Symbol für Kraft, Mut und Schutz verehrt. Er soll seinen Trägern Schutz vor negativen Energien und bösen Geistern bieten und ihnen helfen, ihre Lebensaufgaben erfolgreich zu meistern. Im alten Ägypten wurde roter Jaspis oft als Schmuckstein verwendet und in Amuletten und Talismanen getragen, um seinen Schutz und seine Kraft zu nutzen. In der Antike glaubte man, dass der Stein dazu beitrug, die Fähigkeit zur Wahrheitsfindung und klaren Kommunikation zu stärken. Chakren und Sternzeichen des roten Jaspis. Der rote Jaspis wird dem Wurzel- und Sakralchakra zugeordnet. Er unterstützt die Erdung, hilft emotionale und energetische Blockaden zu lösen und fördert die Fähigkeit, Lebenskraft, Vitalität und Sexualität zu erfahren. Durch seine Wirkung auf das Wurzelchakra kann roter Jaspis auch das Gefühl der Sicherheit und Stabilität stärken. Dem roten Jaspis wird das Sternzeichen Widder zugeordnet, welches vom 21. März bis 19. April stattfindet. Er unterstützt die energiegeladenen Widder dabei, ihre Dynamik und Willenskraft zu stärken, innere Stabilität zu finden und ihre Ziele erfolgreich zu verfolgen. Roter Jaspis, Pflege, Entladen, Aufladen, Reinigen.
Um die energetischen Eigenschaften des roten Jaspis zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig etwa einmal im Monat unter fließendem, lauwarmem Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit rotem Jaspis können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen oder in einer Mischung aus Wasser und Meersalz entladen werden. Achte jedoch darauf, den Stein nicht zu lange im Salzwasser zu lassen, da dies seine Oberfläche beschädigen könnte. Zum Aufladen eignet sich Sonnenlicht, vorzugsweise bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Oder alternativ kann der rote Jaspis neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdruse platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der rote Jaspis seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des roten Jaspis kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel.